So, ich bin noch warm geschrieben. Ich muss einen kleinen Moment warten wieder. Das ist immer das Schöne zwischen den Pausen. Da kann ich nämlich selber kurz durchgucken wieder, weil ich blätter hier ständig durch und immer wieder nehme ich mir vor, das guckst du dir an, das Rezept interessiert mich, weil der Gag an dem Buch ist ja dieser QR-Code. Das heißt, wenn mich das Rezept interessiert, kann ich es mir nicht durchlesen, sondern ich kann es mir sogar angucken, wie es gemacht wird. Und aus dem Grund finde ich das eine total geniale Idee. Und ich bin froh, hier ist er gerade, dass ich sogar live dabei bin. Und aus dem Grund gibt es die Bücher auch hier zu kaufen oder im Topfgucker Online-Shop. Sogar im Buchhandel gibt es das bald. Aus dem Grund kann ich es nur empfehlen, dieses Buch sich selber zu kaufen. Weil, wie gesagt, es ist ein perfekter Zeitvertreib. Man kann es nachlesen, man kann es sich angucken. Also ich finde es fantastisch. So, und ein Rezept, was es hier drin noch nicht gibt. Das Tier ist schon vorhanden, der Karpfen. Aber wir machen heute ein neues Rezept. Und auch das Bild wird über diesen QR-Code demnächst als Film zu sehen sein. Wir machen heute einen Karpfen-Tatar. Mhm. So. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de